Hallo zusammen, da bin ich wieder mal. Es ist Sonntag, der 23. August und ich habe ja sozusagen sturmfrei. Ja, darum habe ich ja fest eingeplant zum Filmen. Es ist ehrlich gesagt auf der Kippe gestanden, weil ich bin schon fast eine Woche recht stark erkältet. Bin darum gestern noch mal in die Apotheke, habe andere Sachen geholt und seit da geht es mir ein bisschen besser. Bin immer noch recht K.O., darum ich drülle jetzt die zwei, drei Videos und dann liege ich wieder ran. Ich habe mich auch nur zurecht gemacht zum Filmen. Und ja, aber ich werde eben nächste Woche wahrscheinlich keine Zeit haben. Am Wochenende bin ich dann auch weg und ja, darum habe ich die Videos unbedingt wollen machen. Ja, wie ihr im Titel sehen könnt, ich habe einen Tiffany Candles Haul für euch. Ich habe vor meiner Sommerferien mein US-Postfach wieder gelernt und würde euch das natürlich gerne zeigen. Es ist eine ganz, ganz kleine Bestellung. Ich hatte auch nicht geplant zum Bestellen, aber ich habe die schönen Düfte gesehen und die haben mich angelächelt, darum habe ich dort bestellt. Was ist es für ein Produkt? Es sind Scoopables und wirklich, ausgerechnet gestern Abend hat sich meine Meinung zu Scoopables geändert, weil ich habe ein Scoopable mal wieder in meiner Lampe hatte und nachher das Putzen der Schale hat mich extrem genervt. Also es ist echt viel schwieriger, zum die Schale zu putzen, als wenn er normales Wachs reintönt. Und ja, das ist für mich sozusagen, glaube ich, ein K.O.-Kriterium, darum werde ich wahrscheinlich in Zukunft den Finger von Scoopables lassen. Das so einfach am Rande, ja, wenn ich von Scoopables halt. Gut, aber es geht ja hauptsächlich um Düfte. Und eben, ich bin ehrlich gesagt auf ihre Scoopables gespannt gewesen, weil man hört eigentlich nur Gutes von ihnen. Und ja, darum habe ich die bestellt. Zuerst zeige ich euch aber noch schnell ein Goodie. Ich habe mindestens zwei oder drei bekommen, aber die anderen zwei Düfte, die mir nicht gefallen haben, habe ich schon weggetan. Und habe nur eine behalten. Und zwar ist das die Mischung Marshmallow Wafers. Also Marshmallow und Waffeln. Und ich muss sagen, ich hatte schon öfters so ähnliche Kombi gehabt, aber noch nie hat man die Waffeln so gut rausgeschmeckt wie bei dem. Also sehr intensiv. Marshmallow gibt ihm eine cremige Note. Und ich finde es wirklich fein. Ich weiß noch nicht, ob ein Uni wird in die Lampe tun oder ob ein wird nicht zum Mischen, aber er ist mir, glaube ich, fast zu schade zum Mischen. So, dann gehen wir über zu den Scoopables. Bis vor kurzem hat es zwei Grössen gegeben. Mittlerweile hat sie drei Grössen. Das ist die mittlere. Da hat es pro Glas 8 O's drin. Die sehen so aus, wenn ich noch gut finde. Das ist nicht Glas, das ist so harter Kunststoff. Also, wenn er leer ist, kann man einen Kübel werfen. Da ist die Farbe so pinkig, die variieren aber. Und das ist einer von meinen Lieblingsdüften, und zwar Strawberry Raspberry Guava. Die sehen so aus, haben meistens oben noch Glitzer, sieht man jetzt leider wahrscheinlich in dem Licht nicht. Und ja, ich liebe den Duft, das ist für mich eine reine Fruchtbombe. Der ist süß, der ist frisch, der ist fruchtig. Der ist alles Mögliche und sehr intensiv. Ich liebe ihn. Ich habe ja sonst Himbeerenduft meistens nicht gern, aber ich finde, der kommt da auch nicht so extrem raus. Und es ist eben wahrscheinlich die Kombination von diesen drei Düften, die den einfach so hammermäßig gut macht. Also Liebe, 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 darum hätte müssen Mikro. Dann der nächste ist in einem etwas helleren Rosa. Und der Duft habe ich genommen, hauptsächlich eigentlich, weil ich denke, der wird wahrscheinlich gut zum Mischen sein. Und bin aber positiv überrascht worden, weil ja, er schmeckt Hammer. Und zwar ist das die Mischung Cotton Candy Marshmallow. Also er schmeckt so mega fein, sehr intensiv, sehr stark nach Cotton Candy, also nach Zuckerwatte. Klar, ihr müsst süße Duft mögen. Er ist süß und cremig. Aber ja, der wird jetzt garantiert Uni probieren und denke, der wird die doch nicht zum Mischen nehmen. Für das ist er, glaube ich, zu fein. So, und zum Schluss, der letzte Duft, der ist in so einem beige Ocker. Und der ist von Hand angeschrieben. Und das ist die Mischung aus Goey Donut Shop und Funnel Cake. Und wer mich vielleicht schon länger verfolgt, weiß, dass ich schon mal von ihr einen Donut-Duft hatte. Und ich liebe den, der ist auch in meinem Büchlein drin. Und oh, ich will am liebsten reinbeissen.
Funnel Cake ist ein Kuchen mit einer Zimtnote. Und auch hier ihre Donut-Düfte haben eine Zimtnote. Aber was bei ihr das Gute ist, es ist wirklich ein süßer Zimt. Ich mag ja, sobald er würzig wird, habe ich Zimt nicht mehr gern. Aber es ist wirklich ein starker, teigiger, kuchiger Duft mit einer grossen Ladung Zimt, aber süß. Und oh, ich liebe ihn, also ich weiß jetzt schon, den werde ich Hammer finden. So, und was auch sehr nett ist von ihr, sie gibt zu jedem Scoopable einen Löffel mit. Die sehen so aus. Und was da auch noch praktisch ist, die sind da unten ziemlich breit. Und ja, die kann man drum beschriften. Und dann hat wirklich jedes Töpfchen seinen Löffel. Also das finde ich auch noch cool. Und sicher ein Plus. Ja, eben alle drei Düfte sehr intensiv, sehr, sehr lecker. Und bin dann gespannt, wie sie in warm sind. Also meine Lieben, das wäre es schon gewesen. Wie gesagt, ich drehe jetzt noch eins, zwei weiter, nachher ist fertig. Aber ja, wir sehen uns sicher schon bald wieder. Macht's gut und tschüss zusammen.